Wir kennen das, alle Jahre wieder kommt das ein oder andere Weihnachtsgeschenk beim Geschenkeempfänger da nicht ganz so gut an und dann muss ein Umtausch her. Frank Zander ist Rechtsanwalt, kennt sich mit der Thematik Umtausch bestens aus. Herr Zander, zu was sind Geschäfte gesetzlich verpflichtet, wenn ich ein missratenes Geschenk umtauschen will? Grundsätzlich ist der stationäre Handel anders zu behandeln wie der Onlinehandel, nämlich die stationären Geschäfte und Händler müssen gar nichts zurücknehmen. Viele machen das aus Kulanz, aber eine gesetzliche Regelung, etwas umzutauschen oder zu widerrufen, kennt tatsächlich nur der Fernabsatz, sprich der Onlinehandel. Der Händler vor Ort kann etwas zurücknehmen, wenn was nicht gefällt, er muss es aber nicht. Aber natürlich machen viele Händler eine 14-tägige Umtauschmöglichkeit, weil sehen die vor. Gesetzlich verpflichtet sind sie dazu aber nicht. Sie haben es gerade gesagt, 14 Tage Rückgabe- oder Umtauschrecht wird dann ausgesprochen. Jetzt in Corona- oder Lockdown-Zeiten, könnte man da nicht so ein bisschen auf eine längere Rückgabe- oder Umtauschfrist auch plädieren als Kunde? Dadurch, dass das Rückgaberecht ohnehin eine freiwillige Leistung des Händlers ist, habe ich als Kunde auch hier wieder nur die Kulanzmöglichkeit. Der Händler kann mir aus Kulanz eine längere Umtauschfrist geben. Viele Online-Händler machen das jetzt auch schon. Aber der stationäre Handel ist nicht verpflichtet dazu. Aber natürlich kann ich als Kunde fragen, wenn ich bei dir kaufe, lieber Einzelhändler, gibst du mir die Möglichkeit, wegen des Lockdowns länger etwas zurückzugeben, wie nur diese 14 Tage, die ich üblicherweise von dir bekomme. Wie sieht es denn mit einer mündlichen Verlängerung der Frist aus? Also wenn ich jetzt heute was kaufe, der Lockdown kommt dann 4 Wochen, ich kann es erst Ende Januar zurückgeben und der Händler hat mir aber mündlich zugesichert, das ist alles möglich. Ist das rechtlich stimmig? Auch eine mündliche Zusage ist eine Zusage. Da habe ich natürlich immer wieder die Probleme der Beweisbarkeit. Also welcher Händler war es denn? Kenne ich den noch? Erinnert der sich noch dran? Habe ich einen Zeugen? Habe ich da weniger Probleme? Habe ich keinen Zeugen? Habe ich natürlich die Problematik zu beweisen, dass es zugesagt wurde. Deswegen empfehlen wir in der Regel, das schriftlich festzuhalten, wie es sonst schon auf dem Kassenzettel ist. 14 Tage Umtausch nur gegen Kassenzettel oder Ähnlichem. Und da kann der Händler durchaus auch handschriftlich ergänzen, dass wegen des Lockdowns eine längere Umtauschmöglichkeit gegeben wäre. Ja. Ihrer Meinung nach, was sollten Kunden ganz besonders beachten, aktuell in der Lage, wenn sie online oder auch stationär einkaufen? Stationär geht ja dann ab morgen nicht mehr so. Genau, im stationären Handel unbedingt darauf achten, bis wann kann ich umtauschen, welche Möglichkeit habe ich und den Händler gerne auch ansprechen, ob ich eine verlängerte Umtauschfrist habe. Wenn ich die nicht habe, laufe ich Gefahr, dass ich ein Geschenk nicht umtauschen kann, das ich vielleicht nicht wollte. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als online umzustellen, weil ich dann noch die 14 Tage Widerrufsrecht habe. Deswegen hier vorher mit dem Händler sprechen, um nachher böse Überraschungen zu vermeiden. Frank Zander, vielen Dank für diesen kurzen Überblick über Umtausch- und Rückgaberecht. Alles Gute Ihnen, bleiben Sie gesund. Herzlich gerne, Sie auch.